Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts. So, normalerweise mache ich ja keine Intros zu unserem Kameraden Louis, weil das nicht notwendig ist. Das Tagebuch hat er selbst geschrieben, das wurde von der Familie später aufgearbeitet und verlegt als richtiges Buch, könnt ihr auch alles kaufen, ist aber kein Problem und wir tragen das hier vor. So. Und in der letzten Folge war es so, dass dort diese sogenannte Leugnung stattgefunden hat. Und da haben sehr, sehr viele von euch aufgehorcht und gesagt, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Da müsste man mal entsprechend zu reagieren. Dann habe ich sehr viele Kommentare darüber gelesen, habe dann gedacht, okay, da gibt es ein Problem. Und ich habe das gar nicht als so ein Problem angesehen. Nicht, weil mich das nicht interessiert, sondern wenn man was vorliest, Texte vorliest, und ich lese echt, also könnt mir glauben, ich lese echt viele Texte vor, dann überliest man solche Sachen auch. Benny hat das sehr schön mit Betriebsblindheit tituliert. Das ist sicherlich richtig, weil man überliest ja auch einfach Stellen, weil man so im Flow ist und denkt da gar nicht drüber nach. Und diese Passage, die hat mich gar nicht so jetzt beunruhigt, weil ich es gar nicht richtig mitgekriegt habe. Als die ganzen Kommentare aufkamen, habe ich gesagt, da stimmt was nicht, habe aber nicht sofort reagiert, sondern habe gesagt, ne, Soldat denkt 24 Stunden über eine Sache nach und beziehungsweise fragt auch mal andere. Also habe ich das in mein Team gepustet, also dieses Problem, und habe mir mal die Meinung der Jungs eingeholt und da wurde sehr schnell festgestellt, das war ohne Disclaimer nicht gut, also eine erklärende Einschätzung dieser Passage. Und bevor ich damit loslege, habe ich einfach gesagt, komm, ich kann mit dem Editor in YouTube Passagen aus Videos rausschneiden. Das ist ein bisschen kompliziert. Habe ich dann auch gemacht, damit das auch keine Angriffsfläche bietet für irgendwelche Leute. Ich weiß, auf dem Kanal sind eigentlich nur Leute, die historisch interessiert sind, unterwegs und keine braune Suppe, die hier gekocht wird. Trotz alledem gibt es ja immer böse Menschen und Neider, die den Kanal auch mal abstellen wollen oder uns hier den Mund verbieten wollen. Und wir sind sowieso immer, ich sag mal, ich nenne es nicht eine Gratwanderung, aber es ist mir schwierig, dieses Thema in dieser Gesellschaft immer noch so objektiv zu präsentieren, ohne dass da dieser faschistische Geschmack bei ist. Also es ist schon schwer und man muss da wirklich fallen. Das heißt also, diese Passage ist raus. Ich will das jetzt nicht Zensur nennen, sondern ich nenne das eher Eigenschutz, um uns nicht angreifbar zu machen. Ich finde es gut, dass die Community da sofort draufgesprungen ist. Die Meinungen gehen da aber auch auseinander. Und der Kamerad, der geschrieben hat, ja, da hat der Sascha auch schnell gekuscht. Das ist nicht so, sondern wir haben das Problem beleuchtet. Wir haben die Entscheidung getroffen und wir haben es geändert. So, immer noch mein Kanal, meine Entscheidung. Und ich finde das gut, dass die Community einem sagt, pass mal auf, da kannst du Probleme kriegen. Möchte auch, dass das weiterhin so ist, dass wenn wir mal was bringen, was vielleicht doch nicht so richtig ist, man darauf hingewiesen wird und es dann besser macht. Gut, das war jetzt schon viel, viel Vorgerede für den nächsten Teil von dem Louis. Und ich denke mal, dass das für mich das Thema jetzt erstmal erledigt ist. Wir werden diesen Disclaimer in Zukunft vor alle Videos schalten müssen wahrscheinlich, damit auch keiner den Anspruch oder keiner sagt, Mensch, da hättet ihr mal. Also da sind wir jetzt ein bisschen vorsichtig geworden. In diesem Sinne würde ich sagen, jetzt kommt die nächste Folge von dem Louis. Ich denke mal, 10 Folgen werden wir noch haben oder 8 oder 10, ich weiß es nicht genau. Und dann ist das Thema Louis auch erledigt. Also ist das Tagebuch zu Ende. Trotz alledem und trotz dieses Aufschreis war es für mich jetzt eine sehr interessante Reise, wie bei allen Tagebüchern. Und auch die Kriegsgefangenschaft finde ich sehr spannend, weil darüber weiß ich zum Beispiel sehr wenig. So, in diesem Sinne würde ich sagen, wir legen jetzt mal los. Verlegung. Am 3. Juni wurde dann bekannt gegeben, dass alle Leute mit dem Dienstgrad Private am nächsten Tag auf Transport gehen. Es seien sofort alle Dienstgradabzeichen zu entfernen und die amerikanischen Tuchuniformen und Mäntel abzugeben. Die deutsche Uniform konnten wir behalten. Sie wurde aber in der Gesamtbekleidung mitgezählt. Sonst behielten wir außer der Unterwäsche nur eine Sommeruniform, Regenmantel und Arbeitskleider und alles Gepäck musste im Seesack verstaut sein. Alle Dinge, die nicht verstaut werden konnten, mussten zurückbleiben, außer zerbrechlichen Musikinstrumenten, soweit sie Eigentum waren.
Am nächsten Morgen um 8 Uhr hatte alles zum Abmarsch bereit zu stehen. Nun begann ein Packen und Aussortieren. Mancher musste sich von liebgewonnenen Dingen trennen, sofern er sie nicht unterbringen konnte, und vieles wurde an die Zurückbleibenden verschenkt. Dies waren vorwiegend Berufssoldaten und sie freuten sich, aber es war noch nicht geklärt, wer den besseren Teil erwählt hatte. Das erfuhren wir erst ein Jahr später. Ich packte meinen Seesack so, dass ich ihn mit Hilfe einer Wäscheleine wie einen Rucksack tragen konnte, aber die zweite Mandoline war einfach zu viel. Am Nachmittag besorgte ich mir aus der Kantine noch einige Dinge, weniger, weil ich sie nötig hatte, sondern nur, um meine Dollar loszuwerden. Es waren hauptsächlich Kleinigkeiten, die leicht zu verstauen und als Vorrat gedacht waren, wie Zahnpasta, Zahnbürsten, Seife, 3 Frottee-Handtücher, Schreibpapier, Bleistifte, Radiergummi und sonstige Kleinigkeiten. Darunter war auch eine Dose Zahnpuder, das ich wohl nie benutzte, aber als Versteck für meine Metallbohrer hat sich das gut bewährt. Der Kantinenhalter gab mir noch einige gute Ratschläge und sagte mir auch, dass Perry am Vormittag eigenhändig die Landschaftsbilder herausgeschnitten habe. Er war wohl froh, dass er bleiben konnte, aber er machte sich keine Illusionen für die Zukunft. Ich schenkte ihm schließlich die Mandoline, die ich in Atterbury gebaut hatte, und er gab mir dafür noch einige zusätzliche Kleinigkeiten. Am nächsten Morgen, dem 4. Juni, marschierten wir dann zum Tor hinaus, mit Sack und Pack, begleitet von den guten Wünschen der Zurückbleibenden. Es ging aber nicht gleich zum Zug, sondern es wurde zunächst einmal wieder gefilzt. Das gesamte Wachpersonal mit allen Offizieren waren dazu aufgeboten. Wir mussten uns dazu in mehreren Liedern mit Zwischenraum aufstellen und die offenen Säcke vor uns hinstellen. Dann wurde jedem Kontrolleur eine bestimmte Anzahl Säcke zugeteilt, die er zu kontrollieren hatte. Ich hatte gehofft, dass die Leute aus unserem Lager unser Gepäck auch durchsuchen würden, aber es wurde alles durcheinander gemischt, sodass plötzlich ein kleiner, dicker Corporal vor mir stand, den ich noch nie gesehen hatte. Er begann seine Arbeit damit, dass die Seesäcke ausgeleert werden mussten. Da sah ich schwarz für meine Werkzeugkiste. Bis ich an der Reihe war, sah ich mich hilfesuchend nach einem bekannten Gesicht um. Der Einzige, der in der Nähe war, war der Ungar Karl. Ich rief ihn an und machte ihm Zeichen, er solle mein Gepäck durchsuchen. Erst schob er die Schultern, weil ich außerhalb seines Bereiches stand, doch als ich auf meinen Werkzeugkoffer zeigte, nickte er mir zu. Er wartete, bis der Dicke bei mir war, und der nahm sich auch als erstes das Köfferchen vor. Noch bevor dieser aus dem Staunen heraus war und eine Frage an mich stellen konnte, war Karl da. Er sagte dem Dicken, dass ich der Lager-Carpenter sei und das Werkzeug behalten dürfe. Der Dicke schaute etwas ungläubig drein, doch Karl ließ nicht locker und redete weiter auf ihn ein. Schließlich sagte der Dicke, okay, schloss den Kasten wieder, ließ seine Augen über das andere Zeug gleiten und ging weiter zum Nebenmann. Mir fiel ein Stein vom Herzen und ich schob das Köfferchen schnell wieder in den Sack. Während der Filzung spazierten die Offiziere zwischen den Gliedern hindurch und unterhielten sich. Gerade als ich am Einpacken war, kamen Perry und Löwenberg vorbei. Löwenberg bückte sich plötzlich, hob etwas auf und im Weitergehen sah ich gerade noch, wie er 2 Schulterstücke von meinem Mantel in die Hosentasche steckte, wo sie noch ein Stück herausragten, und er rief mir zu, Souvenir. Perry wandte sich darauf auch um und sah mich fragend an. Ich zeigte auf meine und dann auf Löwenbergs linke Hosentasche. Perry begriff und dann konnte ich sehen, wie er die Schulterstücke unauffällig herauszog und in die eigene rechte Hosentasche steckte. Auf dem Rückweg warf er mir eine Schulterklappe zu und sagte, Souvenir, one for you, one for me. Jetzt erst merkte Löwenberg, was los war, und die beiden stritten sich um die eine Schulterklappe wie Kinder. Mittlerweile stand ein Zug mit mehreren Wagen auf dem Gleis. Wir stiegen ein und warteten auf die Abfahrt. Es waren dieselben Wagen, wie wir sie schon von früher kannten. Löwenberg ging durch den ganzen Zug und hielt in jedem Wagen im Durchgehen eine Ansprache. Sie kommen nach Camp Carson, Colorado. Sie werden arbeiten, mit oder ohne Zwingen.
Dann sagt er auch unter anderem den Satz, den ich schon von Dubanski gehört hatte. Aus seinem Gerede war deutlich herauszuhören, dass es ihm eine Genugtuung war, uns endlich zum Arbeitseinsatz gebracht zu haben. Dann setzte sich der Zug in Bewegung und Camp Clark gehörte für uns der Vergangenheit an. Camp Carson. An Einzelheiten dieser Fahrt kann ich mich kaum noch erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich wieder mit Wilhelm, Jupp und Philipp zusammensaß. Bruno, Lenhoff und die beiden Maler waren auch da, aber ich weiß nicht, ob Luchterhand dabei war. In der Folgezeit wurden wir auch so oft aufgeteilt und auseinandergerissen und neue Gesichter tauchten auf, dass man unmöglich alles behalten konnte. Auch hatten wir bald andere Sorgen und jeder hatte mit sich selbst zu tun. Ob wir ein oder zwei Tage unterwegs waren, weiß ich heute auch nicht mehr, aber ich weiß noch, dass wir wieder durch St. Louis und dann durch Kansas City gefahren sind. Der letzte Teil der Reise ging durch eine eintönige Gegend. Der Zug hielt am frühen Nachmittag auf einer Station, die Brighton hieß, im Bundesstaat Colorado. Ein Teil, etwa die letzten vier Wagen, stiegen aus, dann fuhr der Zug weiter. Wir, die Ausgestiegenen, standen weit entfernt vom Bahnsteig zwischen Gleis und einem niedrigen Zaun, der einen Hof hinter einem weitläufigen Gebäude abschloss. Innerhalb des Hofes standen einige Amerikaner und deutsche Gefangene mit Listen herum, die uns dann in Empfang nahmen. Der deutsche Lagerführer begrüßte uns und sagte, dass wir von hier auf verschiedene Seitenlager aufgeteilt würden. Dies sei das Lager Brighton, das bereits in Betrieb, aber noch nicht voll belegt sei. Das Gebäude hier, eine ehemalige Zuckerfabrik, sei die Unterkunft und 150 Mann blieben hier. Der Rest würde auf einige kleine Lager in der Umgebung verteilt, aber alle Lager gehörten zu Camp Carson. Wer hier bleiben wolle, solle nach rechts heraustreten. Ich entschied mich, mit meinen engeren Kameraden herauszutreten, nach dem Grundsatz, was man hat, das weiß man, was kommt, weiß man nicht. Als 150 Mann beisammen waren, wurden die Namen notiert und die Unterkünfte zugeteilt. Während wir uns einrichteten und uns ein wenig umsahen, wurde der Rest mit Unibussen weggebracht. Unsere neue Unterkunft war ein vollständig ausgeräumter Fabriksaal im Erdgeschoss mit langen Reihen Feldbetten wie in Atterbury. Es gab vier solcher Säle, zwei im Erdgeschoss und zwei im Obergeschoss. Daneben gab es einen großen Esssaal, Waschräume, Küche und verschiedene kleinere Räume wie Schreib- und Wachstube. Der Fußboden war allerdings aus Zement, was jetzt im Sommer aber eher angenehm war. Von einigen Leuten, die wir im Gebäude antrafen, hörten wir, dass das Lager erst kurze Zeit bestehe und die Belegschaft, die draußen auf den Farmen arbeite, käme erst am Abend zurück. Auf die Frage, was hier gearbeitet werde, erhielten wir zur Antwort, das werdet ihr noch früh genug erfahren, jetzt sind Zuckerrüben Trumpf. Doch zunächst hatten wir noch einen Tag Schonzeit. Ab 17 Uhr trafen die einzelnen Arbeitskommandos ein und um 19 Uhr war Abendessen. Wie wir hörten, war das die Hauptmahlzeit des Tages. Daran konnten wir gleich erkennen, was uns hier bevorstand. Es gab eine Art Mehlsuppe, Pellkartoffeln mit Gulasch, zwei Scheiben Brot und einen Becher Kaffee. Dazu musste jeder sein Erstgeschirr und Besteck mitbringen und es anschließend abwaschen, und zwar kalt. Warmes Wasser gab es nur einmal in der Woche, wie wir auch bald hörten. Nach dem Essen mussten die Neuen noch bleiben und der Spieß, wie der Lagerführer hier genannt wurde, gab uns die Lagerordnung bekannt und beantwortete auch Fragen. Aus alledem war herauszuhören, dass Arbeiten hier großgeschrieben wurde. Alles andere war mehr oder weniger Nebensache. Am nächsten Morgen war um 5 Uhr wecken. Dann war eine Stunde Zeit zum Waschen und Frühstücken. Dieses bestand wieder aus einer Suppe, ähnlich dem englischen Porridge, Cornflakes, Brot, Erdnussbutter und Marmelade. Um 6 Uhr war Antreten und Abfahrt der Arbeitskommandos. Die Neuen blieben zurück. Für uns war das ein theoretischer Arbeitstag über den Abbau von Zuckerrüben bis zum fertigen Produkt. Im Laufe des Tages wurden uns im Esssaal Lehrfilme darüber gezeigt
und in Vorträgen unsere Arbeit im Einzelnen erklärt. Der erste Tag auf dem Feld solle der Eingewöhnung dienen, doch dann habe jeder das vorgeschriebene Pensum zu leisten. Der Spieß suchte sich noch ein paar Leute als Kommandoführer, wofür sich erstaunlich viele meldeten. Doch als sie hörten, was sie zu tun hatten, ließ das Interesse daran merklich nach. Verlangt wurden englische Sprachkenntnisse und der Kommandoführer war für sein Kommando verantwortlich bezüglich Verteilung, der Verpflegung und Vollzähligkeit, musste aber selbst arbeiten wie jeder andere. Das Letztere wirkte dämpfend, besonders auf solche, die geglaubt hatten, dadurch eine ruhige Kugel schieben zu können. Es gab keine Druckposten, denn es war ein Arbeitslager. Außerdem Spieß mit zwei Schreibern und dem Küchenpersonal wurde alles auf den Feldern eingesetzt. Dieser Einsatz war bald derart, dass es kaum noch Freizeit gab, um die dringendsten persönlichen Dinge zu besorgen. Unter diesen Umständen hielt ich es mit meinen engeren Kameraden für richtig, in der großen Masse mitzuschwimmen, nicht hervorzutreten und die vor uns liegende Zeit so gut als irgend möglich zu überstehen, aber Augen und Ohren offen halten. Die Organisation war folgende. Das Lager unterstand, wie noch viele andere, von denen wir im Laufe der Zeit etliche kennenlernen sollten, dem großen Armeelager Camp Carson, das sich irgendwo in der Nähe von Denver befinden sollte. Ich habe es nie gesehen und kenne es nur von einem Luftbild aus einem Reiseführer, den man uns später vor der Heimfahrt schenkte. Als wir im Frühjahr 1946 dorthin kamen, wurden wir im sogenannten Subcamp untergebracht, das speziell für deutsche POWs errichtet worden war. Für jedes Lager war ein Offizier mit entsprechendem Wachpersonal zuständig. Diesen Offizieren waren wir praktisch ausgeliefert. An ihnen lag es, wie sie die erlassenen strengen Vorschriften handhabten. Sie konnten uns das Leben zur Hölle machen und sie konnten, je nach Charakter, auch sehr vernünftig sein. Das Fraternisierungsverbot galt auch hier sowohl für die Soldaten als auch für die Zivilisten. Es durften nur solche Gespräche geführt werden, die für die Arbeit notwendig waren. Wir sollten bald beide Seiten kennenlernen. Es gab Farmer, die aus ihrem Hass auf uns kein Hehl machten, aber es gab glücklicherweise auch andere und die Zeit tat das ihrige. Zuckerrübenernte. Die Farmer meldeten ihren Bedarf an Arbeitskräften bei dem jeweiligen Lageroffizier an, wofür sie pro Tag und Mann $5 zu zahlen hatten. Er ließ danach Zahlenlisten erstellen, nach denen auf der Schreibstube dann die namentlichen Kommandolisten geschrieben wurden. Nach diesen Listen wurden morgens die Kommandos aufgerufen und dem Kommandoführer ein Durchschlag ausgehändigt. Die Stärke der Kommandos war ganz verschieden. Es konnten 10, aber auch 100 Mann sein. Es kam vor, dass ein Kommando mehrere Tage in gleicher Zusammensetzung bei demselben Farmer war, wie auch umgekehrt. Das erfuhr man auch erst jeden Morgen beim Aufruf. Der Spieß berücksichtigte, soweit als möglich, wenn kleinere Kameradschaften zusammen sein wollten. Der Farmer holte jeden Morgen seine Leute mit dem LKW ab und abends brachte er sie zurück. Jeder musste der Stärke seines Kommandos entsprechend verschließbare Behälter mitbringen, in welche von der Küche das tägliche Trinkwasser mit Chlorzusatz abgefüllt wurde. Anderes Wasser zu trinken war uns streng verboten und die Posten hatten darauf zu achten. Die Farmer schüttelten zwar deswegen den Kopf, weil fast jede Farm einen Tiefbrunnen hatte, das Chlorwasser nicht schmeckte und in den Milchkannen so warm wurde, dass es niemand mehr trinken konnte, auch wenn die Kannen im Schatten standen. Meistens wurde das Wasser abends vor der Rückfahrt ausgeschüttet. Mit theoretischem Wissen über Zuckerrüben ausgestattet, ging es am nächsten Morgen hinaus auf eine Rübenfarm. Landarbeit war mir nicht neu, hatte ich doch seit meiner Jugend zu Hause mithelfen müssen. Das Rübenverziehen war mir auch bekannt, doch war das mehr eine Frauenarbeit. Besonders begeistert war ich von der Feldarbeit aber nie und war auch nur dazu zu bewegen, wenn Not am Mann war. Meine Schwiegereltern hätten es auch lieber gesehen, wenn ihre Tochter einen Bauern geheiratet hätte. Nun stand ich auf einem riesigen Feld mit unzähligen Reihen dicht an dicht stehender, kleiner, unschuldiger Rübenpflänzchen, von denen die meisten kaum, dass sie das Licht der Welt erblickt hatten,
von uns rücksichtslos vernichtet wurden, damit alle 30 cm eine Pflanze sich zur voller Größe auswachsen konnte, um dann auch gefällt zu werden. Der Farmer drückte jedem von uns eine breite Hacke mit einem kurzen Stiel in die Hand und zeigte uns, wie es gemacht wurde. Jeder Mann übernahm eine Reihe und dann ging es los mit Bemerkungen wie: Kleine Fische machen wir leicht, kein Problem. Der Farmer lief hinter uns von Reihe zu Reihe und kontrollierte den Abstand und ob auch wirklich jeweils nur eine Pflanze stehen geblieben war. Das war aber nicht überall der Fall. Er schimpfte und sagte, nur eine Pflanze dürfte stehen bleiben. Was dicht dabei stehe, müsse mit der Hand ausgerissen werden, und er machte uns auch das wieder vor. Nun war bei manchem der Eifer schon gedämpft. Konnte man die Hacke schon nur in gebückter Haltung handhaben, so musste man sich zum Ausrupfen hinknien. Das konnte man nicht lange aushalten, ohne kreuzlahm zu werden. In immer kürzeren Abständen musste man sich aufrichten. Man versuchte es ganz im Knien, doch der Boden war so hart, dass bald die Knie zu schmerzen begannen, hatten wir doch nur eine dünne Hose darüber. Dazu brannte bald die Sonne, dass der Schweiß in Strömen lief. Das Hemd durfte nicht ausgezogen werden, wegen Sonnenbrandgefahr. Wir trugen es meistens offen, wie einen Mantel über der Hose. Wenn ich mich aufrichtete und in die Runde schaute, hatte ich den Eindruck, als ob die ganze Welt ein Rübenfeld sei. Ein Glück, dass ich eine Sonnenbrille hatte. Sie war aber auch lästig, weil der Schweiß dauernd auf die Gläser tropfte. Wie sollen wir das auf die Dauer aushalten? So fragte mancher von uns. Immer länger wurden die Pausen, und dann ließ sich der Posten mit seinem dauernden let's go vernehmen. Es klang so aufreizend, dass man am liebsten alles hingeworfen hätte. So wurde es Mittag. Weit und breit war kein Baum, der etwas Schatten gespendet hätte. Die Verpflegung wurde verteilt und jeder aß, wo er gerade niedergekommen war. Es gab für jeden 4 Scheiben Brot mit 2 Scheiben Wurst und ein gekochtes Ei. Dazu tranken wir Kaffee aus der Feldflasche. Zum Nachtisch erhielt jeder eine Apfelsine. Dieses Essen blieb während der ganzen Zeit gleich. Als Abwechslung gab es auch mal Käse mit Ei. Die einstündige Mittagspause war schnell vorbei. Müde und zerschlagen nahmen wir die Arbeit wieder auf. Ich quälte mich etwa eine Stunde lang mit dauerndem Stellungswechsel ab, mal auf den Füßen stehend, gebückt und auf den Knien rutschend, die schon ganz wund waren. Es half alles nichts, alle Knochenschmerzen, und ich hatte das Gefühl, als ob ich über der Hüfte abbrechen würde. Dazu brummte es im Kopf, als ob sich dort ein Kreisel drehe. Wenn ich mich aufrichtete, wurde alles dunkel um mich her und ich sah vor meinen Augen Sterne tanzen. Kein munteres Wort mehr zu hören, nur vereinzelt Kraftausdrücke und das Scharren der Hacken sowie das aufreizende let's go des Postens, das mir auf die Nerven ging. Ausraster. Ich habe bis heute noch keine Erklärung dafür, aber irgendetwas bäumte sich in mir auf und plötzlich schlug ich mit lautem Geschrei auf eine Rübe ein, dass die jungen Pflanzen nur so herumwirbelten, ohne eine stehen zu lassen. Obwohl ich das Rufen der Kameraden und das Geschrei des Postens und des Farmers hörte, hackte ich weiter auf die Pflanzen ein, bis meine Kraft erlahmte und ich ausgepumpt am Boden liegen blieb. Jupp und Wilhelm nahmen sich meiner an und fragten, was denn mit ihr los sei. Ich wusste es selbst nicht, aber ich fühlte mich jetzt auf einmal ganz erleichtert. Der Farmer tobte wegen ein paar 100 Pflanzen und hielt mich für verrückt, aber sowohl er als auch der Posten hielten sich in respektvoller Entfernung von mir. Mochten sie ruhig in dem Glauben bleiben, ich nahm meine Arbeit wieder auf und arbeitete. Seltsamerweise ohne große Anstrengung, wie eine Maschine. Ich hatte unbewusst wohl so etwas wie den toten Punkt überstanden. Im Angesicht der Rübenfelder Colorados aber schwor ich, in meinem späteren Leben keine Landwirtschaft mehr anzurühren. Das habe ich gehalten, aber vielleicht musste ich dafür meinen linken Zeigefinger verlieren. Das Rübenverziehen dauerte 3 Wochen, von morgens früh bis abends spät. Nur sonntags war Ruhetag, aber auch nur dann, wenn es in der Woche nicht geregnet hatte. Wir arbeiteten auf vielen Farmen
und fuhren bis zu 70 Meilen vom Lager hinaus. Eine Freizeitbeschäftigung gab es nicht mehr. Jeder war froh, wenn er sich nach dem Abendessen ins Bett legen konnte. Der Sonntag war Waschtag. Wir mussten unsere Klamotten selbst in Ordnung halten. Nur was nicht mehr zu reparieren war, wurde umgetauscht und Bettwäsche hatten wir ohnehin nicht. Sinnigerweise bekamen wir auch kein Briefpapier und waren damit der Last des Schreibens enthoben. Nicht einmal die übliche rote Karte, die es bei Verlegung sonst immer gab, erhielten wir. Erst im Januar 1946 konnte ich eine solche Karte schreiben und da war sie vollkommen überflüssig. Ab und zu erhielten wir aber Post aus der Heimat. Immer wieder wurde betont, dass wir zum Arbeiten hier seien. Dadurch hatten wir Gelegenheit, einen Teil unserer großen Schuld abzutragen. Die ersten Wochen waren die schlimmsten. Zu der schweren Arbeit, die bald von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dauerte und bei knappster Verpflegung, ließ man uns dauernd fühlen, dass wir schutz- und rechtlos waren. Eine zusätzliche nervliche Belastung war der Lautsprecher im Esssaal. Es hielt sich kaum jemand länger darin auf als unbedingt nötig. Die Nachrichten aus Deutschland, die man uns vorsetzte, waren alles andere als aufmunternd. Irgendwelche Unterhaltungen gab es nicht mehr. Alles war uns gleichgültig. Jeder hatte nur den Wunsch, so viel wie möglich zu schlafen und zu vergessen. Der Lageroffizier, ein Leutnant, schien ein Deutschenfresser zu sein. Ich habe nie ein freundliches Wort von ihm gehört oder ihn lachen sehen, auch nie seinen Namen gehört. Er wurde sowohl von seinen Leuten als auch von den Farmern nur der Lieutenant genannt. Jeden Tag war er mit seinem Jeep und Fahrer unterwegs und kontrollierte die einzelnen Arbeitskommandos auf den Feldern, manchmal sogar zweimal. Die Kontrolle galt anscheinend mehr den Posten und Farmern als uns. Er liebte es, überraschend aufzutauchen und weh dem Posten, wenn er nicht vorschriftsmäßig angetroffen wurde. Dann kanzelte er den Sünder vor unseren Augen nach Strich und Faden ab, ebenso den Farmer, wenn der sich einmischte. Wenn der Soldat auch nichts als »Yes, Sir« sagen konnte, so fanden wir es doch bedenklich, wie die Farmer dem Offizier gegenüber klein beigaben. Doch nicht alle Farmer waren so, wie wir bald erfahren sollten, und die Eigenheiten der einzelnen Posten hatten wir auch bald herausgefunden, da sie laufend gewechselt wurden. Wir wussten sehr bald die Anständigen von den Treibern zu unterscheiden und nutzten das zu unseren Gunsten aus. Die Wachmannschaften waren bestimmt keine Elitesoldaten. Keiner von ihnen hatte je einen Kriegsschauplatz gesehen. Es waren gutmütige Burschen darunter, die nur den Wunsch hatten, die Uniform so schnell wie möglich auszuziehen, aber es gab auch Typen, von denen man sich in Acht nehmen musste. Leicht gereizte, geistig schwerfällige, bis zu echten Gangstertypen. Welche Typen aber unter den Wachen waren, konnten wir an einem Abend beobachten, als ein Arbeitskommando bei einbrechender Dunkelheit vom Feld heimkehrte, ohne sein Pensum erfüllt zu haben. Der Lieutenant befahl das gesamte Kommando, vom Fleck weg in den engen Drahtkäfig vor dem Lagertor zu sperren. Es gab kein Essen und die Leute, etwa 30 Mann, durften sich weder setzen noch hinlegen, wofür ohnehin kein Platz war. Den Wachen befahl er dafür zu sorgen, dass alle stehen blieben und ging fort. Die Leute waren so müde, dass sie sich kaum auf den Beinen halten konnten, und so sangen allmählich alle in Hockstellung. Doch die Posten trieben sie mit Kolbenstößen immer wieder hoch, aber das wirkte nur für ein paar Minuten. Das Hochtreiben war den Burschen zu anstrengend. Da verfielen sie auf eine gemeine Idee. Sie holten den Wasserschlauch heran, der an der Küche angeschlossen war, und machten sich ein Vergnügen daraus, die Leute unter Wasser zu setzen. Protestrufe von uns wurden mit Durchladen der Gewehre beantwortet, und der Aufforderung, sofort im Gebäude zu verschwinden. Am nächsten Morgen wurden die Leute ohne Frühstück direkt vom Zwinger aus mit verstärkter Wache wieder zur Arbeit geschickt. Beschwerden waren zwecklos. Sie wurden nicht einmal angehört. Wer sich beschweren wollte, lief höchstens Gefahr, eingesperrt zu werden. Kein Rotes Kreuz und kein Schweizer Vertreter kümmerte sich um uns. Es war nicht einmal ein Arzt im Lager Brighton.
Es ließ sich für uns höchstens etwas erreichen, wenn wir Außenstehende für uns gewinnen konnten, die so viel Mut hatten, gegen den allgemeinen Strom zu schwimmen. Doch vorerst war nichts in Sicht. Obwohl wir jeden Tag zweimal durch die Stadt fuhren und uns jeder sehen konnte, interessierte sich kein Mensch für uns. Keinem Farmer kam es in den Sinn zu fragen, ob wir genug zu essen hatten. Das war aber nicht immer böser Wille. Da war einmal das Redeverbot und später, als es dann doch zu Gesprächen kam, mussten wir feststellen, dass die Farmer sich gar nicht vorstellen konnten, dass wir zu wenig zu essen hatten. Das ging über ihren Horizont, da sie selbst im Überfluss lebten, was wir ja täglich sehen konnten bei unseren Bewachern, die mehr verschwendeten, als sie verzehrten. Es war unverkennbar, hier lag eine bestimmte Absicht vor. Ob eine generelle höhere Anordnung vorlag oder nur eine Eigenmächtigkeit unseres Lieutenant, darüber ließ man uns im Unklaren. Ganz schlimm wurde es, als wir etwa ab Mitte Juni jeden Abend nur noch weiße Bohnensuppe bekamen und das fast 3 Monate lang. Ab und zu gab es zusätzlich noch einen Hering pro Mann. Diese Bohnen hatten es in sich. Die Küche konnte sich stundenlang kochen, aber die Hälfte blieb hart wie Kieselsteine. Beim Versuch, sie auf dem Teller mit dem Löffel zu zerdrücken, schnellten sie vom Teller weg über den Tisch und auf den Boden. Bis alle harten Bohnen heraussortiert waren und man den Rest essen konnte, war dieser längst kalt geworden. Alle Beschwerden waren zwecklos. Man ließ uns höhnisch wissen, dass wir froh sein könnten, noch für längere Zeit Vorrat an Bohnen zu haben. Es werde aber niemand gezwungen, sie zu essen. Es war auch nicht möglich, die Bohnen vor dem Kochen zu sortieren, weil sie nicht zu unterscheiden waren. Die harten stellten sich erst nach dem Kochen heraus. Irgendjemand hat auch bald einen passenden Namen für den Fraß gefunden. Kugellagersuppe. Die Lage besserte sich für uns etwas, als das Rübenverziehen beendet war. Andere Arbeit fiel an und wir griffen auch zur Selbsthilfe, indem wir von den anfallenden Feldfrüchten einen Teil ins Lager schmuggelten und uns selbst zubereiteten und wo das nicht möglich war, an der Küche zur Verwendung im großen Kessel ablieferten. Den Anfang machte ein Erbsenkommando. Mein Bettnachbar kam eines Abends mit einem Beutel grüner Erbsen an, die man roh essen konnte. Andere brachten Gurken und Salat. Später kamen noch grüne Bohnen, Tomaten, Zwiebeln und Kartoffeln hinzu. Es dauerte lange, bis der Lieutenant dahinter kam, und dann wurde es schwierig, weil die Beutel am Tor kontrolliert wurden. Wer erwischt wurde, bekam kein Abendessen und wurde bis 22 Uhr in den Zwinger gesperrt. Doch die nächsten Kameraden sorgten dafür, dass das Essen bereitgehalten wurde. Mit den beschlagnahmten Feldfrüchten wusste Lieutenant nichts anzufangen und übergab sie einfach der Küche, was ganz in unserem Sinne lag. Farmer aus Kanada. Ich selbst hatte das Pech, oder wenn man will, auch das Glück, noch den ganzen Juli im Rübenkommando zu arbeiten. Die Rüben waren inzwischen größer geworden und bevor die Felder Ende Juli bewässert wurden, musste das Unkraut zwischen den einzelnen Rüben gejätet werden. Diese Arbeit war aber bedeutend leichter, weil die Hacke einen langen Stiel hatte und man aufrecht stehen arbeiten konnte. Außerdem bekamen wir zum ersten Mal mit Farmern ins Gespräch, was uns zusätzliches Essen eintrug, und wir machten die Bekanntschaft eines Farmers, der uns im Anzio-Brückenkopf gegenübergelegen hatte. Möglich wurden die Gespräche nur, weil wir anständige Bewacher bei uns hatten oder, wie im Fall Aschenbrenner, die Farmer sich einfach über das Verbot hinwegsetzten. Eines Tages fuhren wir ziemlich weit hinaus auf eine Farm. Der Farmer war den Vormittag die meiste Zeit bei uns und unterhielt sich am meisten mit unserem Posten. Manchmal sprach er auch einen von uns an, wobei aber wegen den Sprachschwierigkeiten wenig dabei herauskam, da er auch nur wenig Englisch sprach. Schließlich fragte er, ob jemand von uns Französisch spreche. Darauf meldete sich Otto Linse, der sehr gut Französisch sprach. Wir erfuhren, dass er französischer Abstammung und aus Kanada eingewandert war. Er unterhielt sich mit Otto bis zur Mittagspause. Da ließ er fragen, ob jemand von uns in Italien war, bei Anzio. Als Jupp, Wilhelm und ich mich meldeten, vergaß der Farmer sein Mittagessen und bestürmte uns mit Fragen. Mir war aufgefallen, dass er etwas hinkte, was sich nur als Folge einer Verwundung durch unsere Artillerie herausstellte. Er fragte immer wieder, warum wir am 8. Februar nicht weiter vorgestoßen seien.
Bei seiner Einheit hätte damals große Verwirrung geherrscht und sie hätten Befehl erhalten, zurückzugehen, wenn nötig, bis auf die Schiffe. Erst als wir nicht weiter nachschießen, hätten sie Befehl erhalten, sich neu einzugraben. Dabei sei er durch einen Granatsplitter am Bein verwundet worden und sei froh gewesen, dadurch aus dem Schlamassel herausgekommen zu sein. Anschließend sei er nach Neapel ins Lazarett gekommen und von dort in die Heimat. Er wurde dann, weil er Farmer war, aus der Armee entlassen. Durch Zwischenfragen erfuhren wir, dass er zur amerikanischen 45. Infanteriedivision gehört hatte und auf dem Lazarettschiff nach Hause fuhr, das wir beim Einlaufen in Neapel gesehen hatten. Er konnte sich auch an das Schiff mit deutschen Gefangenen erinnern, das vor der Hafeneinfahrt wartete. Er habe mit seinem Gipsverband unter anderen Verwundeten oben an der Reling gestanden. Wir waren alle guter Laune, weil es nach Hause ging, sagte er. Es war ein Samstag, als wir auf der Farm arbeiteten. Im Laufe des Nachmittags überredete der Farmer unseren Posten, bei der Rückfahrt einen kleinen Umweg zu machen und mit dem ganzen Kommando in einer Gartenwirtschaft am Stadtrand von Denver einzukehren. Der Posten war damit einverstanden, sofern der Lieutenant nicht im Laufe des Nachmittags auftauchte. Der kam nicht, doch als der Farmer vor dem Gartenlokal anhielt, fährte der Posten angesichts der vielen Ausflügler, darunter auch Soldaten, den Mut und zog seine Zusage zurück. Das sei ihm zu riskant, sagte er. Und wir fuhren nach Hause. Der Farmer vertröstete uns auf den Montag. Dann sei kaum Betrieb dort. Doch am Montag wurde unser Kommando anderweitig eingesetzt und wir kamen nicht mehr auf die Farm zurück. Dadurch war es mir nicht möglich, Namen und Adresse des Farmers zu notieren. Farmer Henry Aschenbrenner. Ein anderer Farmer, der mir in bester Erinnerung geblieben ist, war Henry Aschenbrenner, ein Deutsch-Amerikaner. Seine Farm lag etwa 20 Kilometer von Brighton entfernt und er war ein richtiger Businessman, der sich seines Reichtums bewusst war. Die Farm war sein Eigentum und er konnte sich leisten, zeitweilig bis zu 100 Mann arbeiten zu lassen. Er scheute sich auch nicht, den Posten und auch dem Lieutenant seine Meinung zu sagen. Mir gefiel der Mann vom ersten Tag an, weil er gut Deutsch und freimütig über alles sprach. Er war den ganzen Tag bei uns auf dem Rübenfeld, hatte selbst eine Hacke in der Hand und kratzte damit hier und dort ein Unkräutchen weg, während er sich mit einem von uns unterhielt. Unser Wachposten, der kein Deutsch verstand, machte Henry gleich darauf aufmerksam, dass er nicht mit uns sprechen dürfe, doch der lachte nur und sagte zu mir, wart, dem werde ich sein Maul stopfen. Dann ging er mit dem Posten zwischen den Rüben spazieren. Nach einer Weile kam Henry zu mir zurück und sagte, so, jetzt können wir weiterreden. Dem da habe ich seinen Maul mit ein paar Dollar zugebunden. Der Posten hielt von da an nur noch Ausschau nach der Staubwolke, die das Nahen des Lieutenant ankündigte, und es gab nicht zu beanstanden, wenn er kam. So ging das einige Tage. Ich unterhielt mich viel mit Henry und erfuhr von ihm so manches, was mich interessierte, besonders über die Stimmung und die Einstellung der Farmer zum Krieg. Er sagte, dass es den Farmern vor dem Krieg ganz schlecht ging. Sie mussten ihre Produkte zu jedem Preis verkaufen, der ihnen diktiert wurde, oder sie blieben drauf sitzen. Mit dem Krieg sei es besser geworden. Die Syndikate nehmen alle Produkte ab, aber sie bestimmen immer noch den Preis. Die Arbeit, die wir dort verrichteten, hätten früher die Zigeuner getan. Doch jetzt seien die alle bei der Railroad beschäftigt, wo sie das 4- bis 5-fache von dem verdienten, was sie früher hatten, und ihre Familien könnten zu Hause bleiben. Auf meine Frage, wer diese Zigeuner denn seien, erfuhr ich, dass damit die Mexikaner gemeint waren, die sonst immer als Saisonarbeiter mit Kind und Kegel auf die Farm kamen und am Rande der Felder in ihren klapprigen Autos und Zelten familienweise kampierten. Später, in der Bohnenernte, konnten wir einmal eine solche Familie einen Tag lang auf einem Nachbarfeld beobachten. Henry sagte, dass er sich wenig um Politik kümmere, denn die würde bei ihnen doch nur von den anderen gemacht, und sie wüssten auch, dass sie laufend belogen und betrogen würden. Ich habe nicht viel für einen Hitler übrig, sagte er einmal. Aber wie der mit den Leuten umgesprungen ist, das hat mir imponiert. Der müsse hier auch mal aufräumen. Ich war doch etwas erstaunt, sowas in Amerika zu hören. Doch Henry versicherte mir, das sei die Einstellung der meisten Farmer. Der Zufall bot uns noch einen besonderen Anschauungsunterricht.
Das ganze Gelände wurde künstlich bewässert, teils durch Pumpen, aber ein Großteil der Farmer erhielt, soweit sie günstig lagen, ihr Wasser aus einem Kanal, der Schmelzwasser aus den Rocky Mountains führte. Dieser Kanal war so angelegt, dass er in vielen Windungen und Schleifen dem hügeligen Gelände angepasst, an jedem Punkt eine langsame, aber gleichmäßige Strömung hatte. So war es durchaus keine Seltenheit, dass eine Straße auf einer Länge von 1 Kilometer 2 bis 3 Mal den Kanal kreuzte oder der Kanal lief weite Strecken neben der Straße her. Die Farmer bauten an den für ihre Farm günstigsten Stellen Stichgräben mit einem Schieber, der nur geöffnet zu werden brauchte, dann lief das Wasser von selbst auf die Felder. Das war besonders wichtig für die Zuckerrüben, denn sie mussten zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt Wasser bekommen, sonst war die Ernte verloren und alle Arbeit umsonst. Um ganz sicher zu gehen, jederzeit genügend Wasser zu haben, hatte sich Henry etwa 200 Meter neben seinem Haus durch Aufschütten eines halbmondförmigen Dammes ein Wasserreservoir mit beachtlichem Inhalt geschaffen. Der Damm war in der Mitte etwa 6 Meter hoch und der Wasserspiegel lag nur wenige Zentimeter unter der Krone. Ich fand das sehr bedenklich, weil der Damm sehr steil und die Krone nur etwa 1 Meter breit war. Aber Henry hatte keine Bedenken. Er forderte uns auf, darin zu schwimmen, was wir auch taten. Sein Zulauf erhielt das Becken durch ein Zementrohr, das unter der Straße verlegt und im Kanal mit einem Schieber versehen war. Auf dieselbe Art konnte das Wasser abgelassen werden und lief dann durch die Gräben auf die Felder. Eine Grenze von Henrys Farm bildete die Straße. Die Grenze zum linken Nachbarn verlief senkrecht zur Straße, etwa 300 Meter vom Wasserbehälter entfernt. An einem Vormittag, wir arbeiteten gerade auf dem Feld, das direkt unterhalb des Wasserbehälters lag, kam eine große, schwarze Limousine am Feldrain entlang, langsam, aber sicher auf uns zu. 2 gut gekleidete Männer stiegen aus und fragten nach dem Boss. Ich zeigte in die Richtung, doch Henry hatte die beiden schon gesehen und kam ihnen langsam entgegen. Sie verhandelten über irgendwas. Ich konnte es nicht verstehen, um was es ging. Aber ich merkte, dass Henry nicht ihrer Meinung war. Als sie schließlich ging, sagte einer der beiden, »Wir kommen noch einmal zurück. Überlegen Sie sich das Angebot noch einmal.« Henry aber rief, »Das ist zwecklos. Schickt einen Scheck über $1,000, dann könnt ihr Wasser haben, sonst nicht.« Henry kam bei mir vorbei und ich fragte ihn, was die beiden denn wollten. Da lachte er und sagte, »Die kommen mir gerade recht. Das ganze Jahr über kümmern sie sich nicht um uns und jetzt wollen sie von mir Wasser haben. Das sind 2 Juden aus Denver und denen gehört die Farm dort neben mir. Seit 4 Wochen schon ist das Zuleitungsrohr zu ihrer Farm unter der Straße zusammengebrochen. Jetzt bekommen sie kein Wasser und ich soll ihnen erlauben, ein Graben von meinem Behälter bis auf ihre Farm auszuheben. Ich habe $1,000 dafür verlangt, aber sie wollten nur 500 bezahlen. Für meine Begriffe wären $500 im Hinblick auf nachbarliche Hilfe reichlich gewesen und ich sagte Henry das auch. Aber er bestand auf der doppelten Summe, nur weil es Juden waren und er hat sie dann auch bekommen.